Kommen wir zu Teil B der Aufgabe. Die Reaktionstemperatur hat sich jetzt um 10 Grad geändert. Wir sind also jetzt bei 40 Grad Celsius. Die restliche Aufgabenstellung ist gleich. Dadurch, dass sich aber die Temperatur ändert, ändert sich eben auch die Halbwertszeit. Das sind jetzt nur noch 10 Minuten. Die setzen wir wie eben auch in die Gleichung ein und erhalten einen Wert von 0,0693 pro Minute. Dieser Wert wird genauso in die Gleichung für die Konzentration eingesetzt und wir erhalten eine Konzentration von 0,016 Mol pro Liter. Da wir aber nicht die Konzentration wissen möchten, sondern wie viel eben umgesetzt wurde, multiplizieren wir das mit den 10 Litern und erhalten die Molmenge, die in 10 Litern Wasser enthalten sind, nämlich 0,16 Mol. Die ziehen wir von den anfänglichen 10 Mol ab und erhalten den Wert, den wir haben wollen, nämlich 9,84 Mol. Das ist eben der Wert, der in einer Stunde umgesetzt wurde. Als Antwort also, in 60 Minuten wurden 9,84 Mol Saccharose umgesetzt.